So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu der vierten Folge von OptiFine erklärt. Heute werde ich euch alle Detaileinstellungen erklären und wenn ihr die letzten Folgen verpasst habt, dann könnt ihr in der Beschreibung den ersten Link anklicken, da geht's zur Playlist, könnt ihr alle Folgen nochmal anschauen und jetzt erstmal viel Spaß. So, und bevor ihr eure Wolken komplett ausschaltet, weil sie immer durch euer Hochhaus zum Beispiel durchfahren, könnt ihr jetzt hier mit einer Option oder Einstellung bei Details hier die Wolkenhöhe einstellen. Die können wir, also 128 ist das Standard. Und man kann die bis auf 255 hochstellen und das ist dann quasi über der maximalen Welthöhe sind dann die Wolken. Also können die euch dann nicht mehr im Weg sein. Dann haben wir nun die Möglichkeit, die Bäume etwas besser aussehen zu lassen, indem wir die Blätter einfach vom Detail ein bisschen ändern. Und zwar schaue ich das mal hier genau an. Wir können jetzt hier bei Details hier Bäume umstellen. Also damit sind halt die Blätter gemeint. Standard, dann ist es, wie ihr das hier einstellt. Also ihr könnt hier schnell und schön. Also schnell ist halt, dass sie undurchsichtig sind, die Blätter. Also solide Blöcke werden sie dann. Und bei schön sind sie halt durchsichtig, kann man durchschauen. So, dann kann man hier bei Details halt auf Standard, auf schnell. Dann ist es halt wie im Grafikmodus schnell, ne? Dann kann man hier noch auf Fein. Das ist dann was Spezielles. Und zwar, wenn wir hier mal genau reinschauen, dann sehen wir, dass bloß bei den Blättern die äußere Textur angezeigt wird. Und wenn neben dem Blatt nochmal ein Blatt ist, dann werden die... Oder? Ist jetzt hier gar nicht. Oh. Auf jeden Fall, hier drin ist es auf jeden Fall überall so, dass nur die untere Textur von dem Blatt zum Beispiel hier angezeigt wird. Und die Textur an der Seite, die wird nicht angezeigt. Somit sehen halt die Bäume einfach leerer aus und nicht so füllig. Und mit schön, da braucht es natürlich am meisten Performance, aber dafür sehen die Bäume auch völliger aus und schöner. So, dann braucht ihr jetzt nicht fragen, warum es regnet. Den habe ich jetzt bewusst herbeigerufen, denn ich brauche den für eine bestimmte Einstellung. Ihr wisst ja schon immer, hoffentlich, dass man hier bei Grafikeinstellungen den Regen entweder mit schön lauter machen kann oder mit schnell leiser und der sieht dann auch ein bisschen anders aus. Mit schön ist er halt ne, durchsichtiger und mit schnell ist er halt, wie die Blätter auch, undurchsichtig. So, wir können jetzt hier auch bei Details, also das war nur so am Rande, Regen und Schnee einstellen. Wenn der auf Standard ist, dann ist es wie bei den Bäumen auch, ja, wie im Grafikmodus. Dann können wir den auf schnell stellen. Dann ist es halt ein leichter Regen bzw. Schnee und bei schön ist es ein starker Regen. Also das ist eigentlich ziemlich genauso wie im Grafikmodus. Ist auch ein bisschen lauter bei schnell. Und dann können wir hier noch ausmachen. Wenn man das auf ausstellt, dann gibt es keinen Regen, der hier runterfliegt. Allerdings sehen wir am Boden die Drops. Und das ist beim Schnee auch so. Also wenn es schneit, dann sieht man am Boden, dass da was runterprasselt. Allerdings sieht man nicht, was runterprasselt. Oder wie genau es runterprasselt. Und man hört es auch. So, dann gibt es eine Funktion, mit der man den Himmel ausschalten kann. Schaut euch jetzt mal den Himmel an. Der ist jetzt aus. Jetzt ist er an. Also es sieht auf jeden Fall viel farbiger aus. Das ist, wenn der Himmel an ist. Und so sieht er aus. Also so komplett weiß irgendwie. Und wenn der Himmel halt aus ist, dann braucht es halt nicht so viel Performance, aber es sieht einfach übel kacke aus. Die Sterne kann man natürlich auch ausschalten. Diese Funktion hier. Dann sieht man keine Sterne mehr. Sonne und Mond kann man auch ausschalten. Braucht man ja nicht. Dann lebt man in der ewigen Dunkelheit. Und die Umhänge kann man auch an- und ausschalten. Zum Beispiel im Multiplayer. Wenn jetzt zu viele Leute mit Umhängen rumlaufen und euer Gehirn es nicht packt oder euer PC vielleicht auch oder ihr die einfach nicht sehen wollt, dann könnt ihr die hier ausschalten. Das sieht doch irgendwie blöd aus, oder? Wenn die Welt da hinten einfach abgeschnitten ist, irgendwie fehlt doch da der Nebel. Und zu dem kommen wir jetzt. Den können wir hier nämlich bei Nebel, der ist jetzt auf Aus, können wir auf Schnell einstellen. Dann sieht das so aus. Also dann ist der ziemlich dicht und man sieht nicht weit. Also wenn der Nebel anfängt, dann sieht man vielleicht einen Baum und dann ist schon wieder... ja, sieht man nichts mehr. Und dann kann man den hier noch zum Glück auf schön stellen. Denn dann zieht sich der Nebel ein bisschen länger und man sieht mehrere Bäume im Nebel und was... Es sieht einfach besser aus. Ja, jetzt haben wir den Nebel. Der ist allerdings so weit weg und mir gefällt der Nebel. So, und für diese Leute gibt es diese neue Einstellung namens Nebelstart. 0,8 ist der Wert, der am weitesten vom... Also bei 0,8 startet der Nebel am weitesten weg vom Spieler. 0,2 kann man einstellen, dann seht ihr schon, wow,
nicht 100 Blöcke weiter fängt der Nebel schon an. Und hier auf, okay, sind das 100 Blöcke? Ich weiß gar nicht. Ungefähr hier fängt der Nebel jetzt schon an. Wenn ihr Nebel mögt, dann könnt ihr das so machen. Und ihr könnt ihr natürlich hier auch auf 0,4, 0,6 und hier 0,8 einstellen. Kontrolliert die Farbmischung von durchsichtigen Blöcken mit verschiedenen Farben, wenn sie hintereinander mit Luft dazwischen platziert werden. Das steht in der Beschreibung von dem Block, von der Blocktransparenz-Einstellung. Ja, die kann man hier auf Standard stellen. Dann wird hier, wie gesagt, Grafikmodus schön wieder übernommen. Und dann kann man auf schnell und auf schön stellen, wie man im Grafikmodus auch kann. Schön ist eine korrekte Farbmischung und schnell ist eine schnelle Farbmischung. Und es müsste das sein, also es wirkt bei gefärbtem Glas, Wasser und Eis. Man muss es quasi hintereinander platzieren mit Luft dazwischen, wie ich gesagt habe. Und ich habe das mal probiert. Beide Sachen hintereinander, also ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen brauche, schnell und schön. Und man sieht einfach überhaupt keinen Unterschied von den Farben. Also ich habe zwei Bilder gemacht, beide Screenshots nebeneinander verglichen. Kein Null-Unterschied. Also ich weiß nicht wirklich, was da den Unterschied macht. Ja, wenn man heutzutage in der Minecraft-Hotbar rumscrollt, dann ist es ja gang und gäbe, dass die Namen angezeigt werden von den Blöcken, die man hält. Das kann man, wenn es einem auf die Eier geht, hier mit der Gegenstandsbeschreibung ausmachen. Dann haben wir hier als nächste Option Gegenstände. Das kann man auf schnell, schön und natürlich Standard stellen. Schnell macht dann eine zweidimensionale Animation und schön eine dreidimensionale bei den gedroppten Items. Das habe ich jetzt wieder angeschaut. Schaut mal, neben mir links und rechts liegen gedroppte Erdblöcke. Und wenn ich das hier umstelle, dann sieht man das gleich in der Welt. Hinter mir zum Beispiel Himmel sieht man gleich. Aber hier bei Gegenstände, ich stelle es um und man merkt überhaupt nichts. Schnell sollte die gedroppten Items zweidimensional anzeigen. Wie ihr seht, sind immer noch dreidimensional. Ja, ne? Sehen so aus. Es ändert sich nichts. So, und als vorletzten haben wir hier noch den Vignetten-Effekt. Das ist ein visueller Effekt, der die Bildschirmecken abdunkelt. So viel kann ich schon mal sagen. Ich muss euch aber leider enttäuschen. Ich kann es euch hier nicht in dem Spiel gerade zeigen. Also ich versuche es euch zu zeigen. Schaut euch jetzt die Bildschirmecken an. Moment, jetzt haben wir es hier auf schön. Wenn wir es auf schnell stellen, dann ist der Effekt aus. Hat sich überhaupt nichts geändert. 0,0. Ich habe zwei Bilder gemacht mit an und aus. Und ja, hat sich 0,0 verändert. Ich weiß nicht, ich habe es bei Nacht probiert, bei Sonnenuntergang. Das sollte eigentlich Folgendes machen. Und zwar, dass ihr nur noch ein ovales Blickfeld habt. Also ihr seht schon noch alles, also schon noch quadratisch. Aber das ovale Blickfeld, das ist noch clear, also so wie ihr es jetzt seht. Und außerhalb von dem Ovalen, wird der Bildschirm dann nach außen nach immer dunkler. Er wird immer dunkler, also weiter innen vom Bildschirm ist er noch heller und dann nach außen nach wird er immer dunkler. Ich blende euch immer ein Bild an, hier ist ein Bild ohne diesen Effekt. Und hier jetzt mit dem Effekt. Und dann sieht man schon, außen ist halt einfach dunkler. Und ja. Also, ich weiß nicht, warum es hier nicht funktioniert. Wenn ihr die Lösung habt, warum es nicht geht bei mir, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, das wäre sehr hilfreich, weil ich habe da schon mich sehr viel damit auseinandergesetzt, aber leider keine Lösung gefunden. Und ich möchte jetzt einfach nicht noch mehr Zeit damit verballern, wenn es im Endeffekt dann eh nicht funktioniert. Jawohl, da haben wir wieder eine einfache Einstellung zu erklären. Und zwar, ihr wisst ja, dass sich Seerosenblätter immer wieder anders platzieren, wenn man sie platziert. Ich weiß gar nicht, ob es da noch andere Blöcke gibt. Aber wenn man die platziert, immer jedes Seerosenblatt wird irgendwie computertechnisch ausgerechnet, wie es platziert wird und dann zufällig platziert. Allerdings kann man hier auch mit einer Einstellung machen, dass Seerosenblätter nur in eine Richtung zeigen. Wenn man Blockvarianten auf ausstellt, schauen die alle in eine Richtung. Was ich noch interessant finde, wenn man die jetzt so platziert in eine Richtung und dann das wieder anmacht, dann drehen die sich wieder. Also es ist nicht so, dass ich wieder neu platzieren muss oder so. Die sich dann drehen, die drehen sich dann in verschiedenste Richtungen. Ja Leute, das war's dann auch schon wieder mit dieser vierten Folge von der OptiFern erklärt Serie. Wenn ihr die anderen Folgen, wie gesagt, noch nicht gesehen habt, dann klickt die Playlist an. Der erste Link in der Beschreibung führt dahin oder jetzt auch im Video hier eingeblendet. Das letzte Video und ja, schaut es an und viel Spaß noch hier auf meinem Kanal. Abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt und macht's gut. Haut rein und ciao.